Und jetzt beginnt das nächste Video und wir sitzen immer noch an der gleichen Minute darum. Oh, ich schon wieder eingeschlafen. Und er schläft schon wieder. Also wenn sich das Spiel langweilt, dann ist er das Spiel nicht spielen. Das Spiel ist so langweilig. Nein, aber die Sterne haben echt einen Effekt, der ist gefährlich. Oh, und da diese Musik dazu. Ich meine, das Spiel sollte man auf keinen Fall nach 12 spielen, genau. Nachts um 12 sollte man dieses Spiel besser nicht mehr anrühren. Falls man wach bleiben will. Also man soll es schon ab 11 nicht mehr anrühren, das ist echt zu schlimm. Und falls man nicht wach bleiben will, dann ist das Spiel natürlich super. Also falls ihr mal nicht einschlafen könnt. Die Bowser, die nein, können wir noch gar nicht. Wir haben 20 Sterne. Was willst du? Stimmt, können wir, egal. Genau, wir machen jetzt die Bam Bam Galaxie. Bam Bam Bam. Bam Bam Bam. Bam Bam Bam. Bam Bam Bam. Solange ich der Bam 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 rumfuchteln kann, ist mir das Bam 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 egal. Na dann? Na dann. Bam Bam Bam. Na dann. Sorry. Ihr rennt und musiziert. Okay, let's metal! Bannen wir den Bam. Bam Bam wird gebannt aus YouTube. Ja, die Fragezeichen Ding war auch nicht so cool. Okay. Das nehme ich mit, das ist gratis. Hallo Todis, dir ist kalt. Das ist gefährlich. Oh. Oh ja, genau. Jetzt muss ich die Musik nur leiser. Da. Das ist mit der Steuerung hier natürlich nicht so einfach. Ich meine, gut, wenn es mit Octodad-Steuerung wäre, dann wäre es unmöglich, aber. Nennen wir die Galaxie Renn und Fuchtel. Nein! Stern hat mir das Leben gerettet. Ich heirate ihn jetzt. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Hochzeit. Genau. So heißt das Video dann garantiert. Hochzeit mit Powerstern. Ja. Das habe ich jetzt gesagt und nachher heißt das Video Party Party oder so. Nein, am Ende heißt das Video Rennen und Fuchteln. Oder Fuchteln und Musizieren. Oder Fuchteln und Heiraten. Mit Powerstern. Egal, über ein Video zu machen. Fuchteln, Rennen, Feed, Powerstern. Ja, genau. Daraus können wir eine Song machen, die dann irgendwer irgendwann mal rausschneiden wird und als super toller Song auf YouTube stellen wird. Nicht wahr, Madabaum-Song? Oder man rappt so. Ich fuchtel und renne den ganzen Tag. Und wenn du in die Richtung rappst, dann hörst keiner. Ich weiß. Ich will, oh ja, die Galaxie ist episch. Die ich will ist ja episch. Auch, dass es niemand hört. Das ist, also die Galaxie hier ist wirklich episch. Kampffelsen-Galaxie. Kampf gegen den Felsen! Ja, und ich fuchtel gerade mit meiner Faust rum. Ausnahmsweise mal nicht mit dem Stab. Ach. Aber das werden wir jetzt gleich machen. Riesenfestung aufgetaucht. Oh ja, die Galaxie ist richtig episch. Okay, sieht cool aus. Ist aber auch nicht so einfach, soweit ich weiß. Also so wie ich sie in Erinnerung habe, zumindest. War schon jemals was, was du in Erinnerung hatte? Einfach. Münzen, Münzen, Münzen! Was, man kann da runterrennen? Oh, wie geil, wie geil. Ich dachte, man fliegt hier runter. Ach, das geht bestimmt auch irgendwie. Okay, nee, doch nicht. Aber du kannst da runterfliegen, nicht wahr? Ach ja, diese kleinen miesen Dinger, da kann ich nicht leiden. Guck mal. Wobei, das sind nicht mal die schlimmen. Guck mal, jetzt lass sie mal los. Die machen keinen Schaden. Alles, was die können, ist das hier. Boings! So besiegt man die. Die Dinger können nix. Egal. Nix. Ich meine, kann ich dann irgendwann mal was eigentlich? Keine Ahnung. Und ich bin jetzt zu stark.
Wisst ihr, die Viecher da, das sind die Carpador des Mario-Spiels. Nur Fucht. Nein, ich bin der Carpador. Ich kann nur Fucht. Fuchteln, das war sehr effektiv. Mein Fuchtler ist eigentlich noch relativ stark. Also. Stimmt allerdings. Falsches Spiel! Ey, scheiß auf das. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Okay, mit dieser Darbietung hast du jetzt bestimmt die Hälfte der sowieso nicht sonderlich zahlreichen Zuschauer verscheucht, aber egal. Ach, mittlerweile wäre es ja schon genug. Danke an euch Zuschauer. Ich könnte es einen auf Endzeitkind machen und sagen, ich frage mich, warum ihr den Schrott hier überhaupt anguckt. Aber das tue ich nicht. Ja, weil du sonst echt keine Zuschauer mehr hast. Sorry. Ja, also ich bin Krog LP 015 und Hallöchen, Popöchen und ja. Warum und wir spielen jetzt Minecraft Folge zigtausend. Wieso hast du das aktiviert? Weil es jetzt losgeht. Das ist der eigentliche Teil von der Galaxie. Das Anfang war ja nicht mal Tutorial. Oh, okay. Das ist auch so nicht sonderlich einfach, weil du immer nur eins festhalten kannst. Nein, ich kann zwei festhalten, wenn so viele festhalten. Kommt. Wie ich will, solange sie. Solange du mich nicht springen lässt! Solange sie nah aneinander sind. Du musst hier gerade aber aufpassen, dass sie nicht aus Versehen springen. So. Also beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, war ich viel zu schlecht, um das zu schaffen. Oh mein Gott, geil. Ich meine, du hast in diesem Spiel bisher eine einzige Galaxie geschafft. Ich bitte dich. Ja. Ich weiß nicht. Ich und vielleicht mal ein Auto reden. Ah ja, du sollst ja drüber springen, ne? Also jetzt ist es sowieso schon spät, aber egal. Wozu denn? Was? Was? Da hast du doch Glück gehabt, Alter. Das war meine. Oh! Haben wir einen Sicherheitsalarm ausgelöst? Ich fürchte, ja. Ah, interessantes Sicherheitssystem. Kugelwillis. Macht das alles Schrott. Ah, genau. Hierher. Hier. Ja. Hashtag nope. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich. Ihr seht mich doch. Ah! Drüben hat's noch einen, ne? Von Warner. Da ist der Stern. Ist One-Up ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja, da ist es One-Up. Stern ist da, ist auf der anderen Seite. Hier ist One-Up. Ah ja, da muss man die, glaube ich, rumlocken. Anders geht es nicht. Komm her. Komm. Hallo, liebes Bullet. Komm her. Das ist ein braver Junge. Ganz, ganz feiner Junge. Deine Seite. Ja, muss versuchen. Und vor allem, wenn du es dann nicht schaffst, in die richtige Richtung zu laufen. Hier lang. Es ist schwierig, an so einem Rand zu stehen. Ah, jetzt. Und du? Komm, da. Okay, das Level war einfacher, als ich in Erinnerung hatte. Hey. Hallo. Und jetzt mal erstmal euch noch alle erledigen. So, du und du und dich mache ich auch platt. So. Full Health, oh mein Gott, ich habe echt zu viel LOL gespielt. Ja, ich spiele LOL. Aber ich spiele auch so Mario Galaxy, von daher bin ich sowieso schon ruiniert. Du kannst das Ding nicht zerstören. Ja, warum nicht? 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 Ich höre schon auf. Ja, ja, das solltest du. Die Leute denken jetzt bestimmt alle, ich habe zu viel Mr. Ball geguckt. Hey, Mr. Moore ist cool. Ich habe auch nichts gegen Mr. Moore gesagt. Mr. Moore hat GLP rausgehauen. Keine Ahnung, aber ich habe was gegen GLP. Nicht haten deswegen. Aber GLP regt mich auf. Ah, jetzt weiß ich, womit es verbunden ist. Mein Bruder guckt dann immer und nervt mich damit bei GLP. Dieses komische Spiel. Okay, gut. Genug über Schaum Let's Play. Machen wir weiter mit English Let's Play. Bei Tums. Verdammt.
verdammt, mir fällt gerade einfach kein englischer Grammatiksatz ein, den ich jetzt gerade irgendwie dumm durch die Gegend dödeln könnte, damit ihr... Hey, together! Hahaha, englischer Term, let's play, verstehst du? Okay, es reicht jetzt aber wirklich über Chambers Play. So. Machen wir weiter. Das war noch das einfachste Level. Es wird, glaube ich, noch schwieriger. Hier gibt es auch noch ein ganzes. Wenn ich doch schwer hoffe. Hier gibt es am Ende. Babyfax. Naja, ich meine, Babys würden das bestimmt nicht schaffen. Also zu faxen meine ich. Oh! Du hast deinen Gegner. Oh, eine Lichtverbedienung. Ich drücke drauf. Ich drücke auf den Knopf. So, was passiert jetzt? Oh, toll. Er springt. Super. Er springt. Super. Er springt immer noch. Juhu. Das macht Spaß. Ja. Die Galaxie hat übrigens eine tolle Musik. Und ihr seht hier. Oh. Was ist denn das hier? Da! Weg damit. Du sollst gleich die Dinge werden. Das musst du machen. Du bist hier der Fuchtler. Auf dem ersten auch noch. Erst noch mehr. Komm, jetzt fangen wir lieber die Dinge ein. So, und ihr seht schon, wie die Galaxie aufgebaut ist. Man muss Bomben an die falschen Orte werfen, ja? Bomben daneben werfen. So funktioniert diese Galaxie hier. Die bekommen später übrigens auch noch Beine. Der hat gespoilert. Mit den Digger zu zielen ist übrigens enorm gemein. Oh mein Gott. Einfach mal, dass dieser Bomben-Spawner sich nicht benachteiligt fühlt. Das war falsch. Okay. Der Bomben-Spawner kann nichts. Der ist schlecht. Okay, dann. Yay. Wollte keine Bomben. Mario musste sich gerade die Ohren zuhalten. Oh, da gibt's eine ganze Menge von denen. Oh ja. Gleich zwei gleichzeitig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Fuck. Hab ich da viel. Zerstöre sie! Das sind welche. Nee, mach so. Ich könnte mir jetzt auch den Stern hier holen. Auf die Art und Weise hier. Aber nee, komm. Das ist lame. Nö. Ja, was haben die für einen Hit-Radius? Ja, ansonsten wäre es auch ein bisschen schwer. Die Dinger sind so schwer zu treffen. Okay. Ich hätte vielleicht das Teil da füttern können. Okay, ich könnte rein theoretisch schon mal aktivieren und den Stern dann einfach nächstes Mal machen. Ach komm, machen wir erst den Geheimstern, genau. Wie immer. Wie immer in diesem Spiel, erst die Geheimsterne, oder? Wieso? Weil wir es können. Oder wie? Wie Kat das sagen würde, wieso? Weil ich es kann. Oh ja, das ist lustig. Ein kleines Minigame mal wieder. Minigame! Da, 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 da. Das ist der Hausmeister. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber wer? Jemand hat hier nicht brennenden Müll hineingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du hier sauber. Sicher nicht. Sauber machen? Ich bin doch keine Frau. Nein, wir drücken sicher nicht. Ich wollte doch sicher nicht drücken! Oh! Oh, danke. Oh je. Eine dahin, eine dahin, eine hierhin. So. Ihr packt mal hin. Nein, das bringt hier nichts. Ich glaube, wir werden es nicht auf dem ersten Versuch schaffen. Doch, da, du musst immer auf die Dinger zielen. Es geht nicht. Wobei, also die Idee ist nicht schlecht, aber wir werden auf jeden Fall. Sind die Teile da. Nein, die sind dazu da, um Münzen zu bekommen. Aber die haben auch noch eine Nebenfunktion. Die haben eine Nebenfunktion. Hey. Warum ist der eine Digger nicht explodiert? Die hat ewig gebraucht, die war gerade explodiert. Die war gerade, glaube ich, ein bisschen verbuggt.
Super Backe Backe Kuchen. Ahahaha, war der schlecht. Wer sagt, in der Mitte kann ich mir fast schon sparen. Also auf jeden Fall, jeden muss in jedem Fall einer hin. Also die Markierungen helfen schon ein bisschen, aber ohne wäre es auch mal wär's netter, wenn ihr mich fragt. Ich meine, so viel Rätsel muss auch sein, auch wenn es ein Mario-Spiel ist. Die war jetzt total fail. Hey! Ich wollte mich gerade da doch selber hochsprengen. Vielen Dank, jetzt ist es schön sauber. Ach übrigens, ich habe das hier gefunden. Nimm es bitte. Wir sollten jetzt cutten. Cut. Er haut einfach ab. Ja, auf jeden Fall, da mache ich ja die Abmoderation allein. Ist mir doch egal. Wenn euch das Video wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch ein Däumchen nach oben. Ey, und ich gebe dann auch euch so einen Geheimtipp. Da gibt es so einen roten Knopf, da steht Abonnieren drauf. Das ist immer ganz cool, wenn ihr den drückt. Genau. Damit macht ihr mir nicht nur eine Freude, sondern ihr verpasst auch nichts mehr. Außer YouTube spielt. Also, auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, bis zum... bis zum nächsten Video. Fuchteln.